Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Riesenpaket von dem Online-Shop ZoPlus bekommen und ich habe auch Vorrat für meine Katze bestellt. Und ich dachte, vielleicht interessiert euch das ja und ich filme es einfach mal ab. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Ich bin ja schon jahrelanger Kunde bei ZoPlus Online. Und zwar liebe ich diesen Shop. Er hat für mich die günstigsten Preise, die besten Angebote. Als Stammkunde bekommt ihr auch regelmäßig 5% Rabatt. Ihr könnt auch eine Flatrate einrichten, wo ihr auf Dauer bei jeder Bestellung immer ein bisschen mehr sparen könnt. Und ich finde die Serviceleistung von diesem Shop einfach super. Deswegen bestelle ich dort immer wieder gerne und dann legen wir einfach mal los. Natürlich werde ich euch auch alle Preise nochmal hier oben mit einblenden, damit ihr seht, wie viel alles gekostet hat. Die Katzenbesitzer unter euch wissen, dass jede Katze ein bisschen Abwechslung braucht und immer mal wieder ein etwas anderes Spielzeug. Deswegen habe ich dieses Activity Board von der Firma Trixi bestellt. Das war jetzt gerade im Angebot, ich glaube, es war 10 oder 15 Euro günstiger als normal. Ich zeige euch das mal. Ja, das ist eben so ein Katzenbrett, da macht ihr dann Leckerlis rein und da muss die Katze das mit Fummelei wieder rausholen, dass sie es essen kann. Und ich hatte schon mal sowas ähnliches, das ist auch spülmaschinenfest. Und das macht meiner Katze mega viel Spaß und deswegen dachte ich, komm, ich hole mal wieder ein neues mit. Wie gesagt, bestelle ich immer einmal im Monat ungefähr auf Vorrat. Das Katzenstreu hole ich dann direkt bei DM. Davon brauche ich nicht so viel auf Vorrat. Dann habe ich einmal hier diese Leckerlis mitgenommen. Das sind die Dreamies mit Käse. Das sind ihre absoluten Lieblingsleckerlis. Dafür macht sie wirklich alles. Und diesmal war, wenn man ein komplettes Paket, also ein 6er-Pack kauft, hat man eine Tüte und einmal so eine Snackmaus, da könnt ihr auch Leckerlis reinmachen und dann muss die Katze das pullern, dass es wieder rauskommt, mit gratis dazu bekommen. Und deswegen habe ich gedacht, die Leckerlis halten sich ewig und meine Katze liebt die, deswegen nehme ich gerade so ein großes Paket mit. Was bei ZoPlus auch recht gut ist, ist, wenn ihr große Packungen kauft, also von einer Sorte einfach ein großes Pack, spart ihr immer um einiges mehr. Deswegen habe ich einmal dieses Thunfischfilet, das ist 100% Thunfisch, das liebt meine Katze auch als Snack zwischendurch über alles. Und deswegen nehme ich davon immer 3 Päckchen zusammen mit. Dann war auch in Aktion, wenn ihr ein 20er Pack kauft, kriegt ihr 4 umsonst. Deswegen habe ich von Nassfutter 2 Päckchen 12er pro Sorte bekommen. Einmal habe ich dieses doppelt lecker mit Fisch geholt. Das ist sie ja momentan echt am allerliebsten, aber das wechselt bei ihr auch mal. Auf jeden Fall haben wir schon viele Essenssorten, Feuchtfutter und Trockenfutter ausprobiert und sie isst nur Felix oder eben frischen Thunfisch aus der Dose oder eben dieses gefriergetrocknete und sonst kann man mit Nassfutter ihr das beste Fleisch anbieten, sie wird es nicht essen. Leider, schade, ich würde ihr gerne was anderes geben, aber nun ja, unsere Katzen suchen sich das selber aus. Das wissen die Katzenbesitzer bestimmt auch. Und eben deswegen kam diese Sorte einmal mit. Dann kam dieses doppelt lecker Geschmacksrichtung vom Land. Da sind auch Innereien dabei, das mag sie auch recht gerne. Dann habe ich noch zum Austesten gemischte Vielfalt mit Gemüse mitgenommen. Das ist jetzt einmal Rind und Huhn mit Tomate und Karotte und einmal Lachs mit Zucchini und Forelle mit grünen Bohnen. Also das hatten wir bisher noch nie. Ich werde es einfach mal austesten, ob sie es gerne isst. Ich musste jetzt gerade etwas schmunzeln, weil ich hatte in der Online-Bestellung das nicht so in Erinnerung, dass dieses Päckchen so klein ist. Das habe ich auch im Dreierpaket gekauft. Das ist auch ganz normaler Thunfisch. 100 bzw. 99% und 1% Reis.
Und das ist eben von Elmo Nature. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es eher 100% sind. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so ganz genau geguckt, weil ich dachte, die Marke achtet da schon ein bisschen mehr drauf. Auf jeden Fall hatten wir die Sorte auch noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal bestellen, weil für den Preis mit so wenig Inhalt, ja, wird die Katze wahrscheinlich entscheiden, aber ich denke nicht, dass ich nochmal dazu greifen werde. Dann nehme ich noch ab und an ganz gern für meine Katze so Waldherrenkissen oder Waldherrenspielzeug mit. Das soll man ja nicht allzu oft geben, aber so ab und zu bestelle ich da einfach mal eins davon und das liebt sie natürlich wie jede Katze über alles. Die sind gefüllt mit Dinkelspelz aus ökologischer Erzeugung und natürlich mit Waldherrenwurzel in Apothekenqualität. Und das ist jetzt auch ein Zweierpaket. Ihr könnt die Muster leider nicht aussuchen, ihr kriegt da immer wieder was anderes zugeschickt. Für jede Bestellung bei Zoo Plus kriegt ihr natürlich auch Bonuspunkte. Und für diese Bonuspunkte könnt ihr euch dann am Schluss irgendetwas aussuchen. Da gibt es Leckerli, Spielzeug, Armbänder, alles Mögliche für alle möglichen Tiere. Und ich finde das einfach super gut. Das wird ihr vorher auslegt, das im Warenkorb. Bei mir waren es diesmal 3 so Federwedeln. Mit denen spielt unsere Katze wirklich sehr gerne und unsere Tochter eigentlich auch. Oder beziehungsweise unsere Tochter spielt sehr gerne mit diesen Federwedeln und der Katze zusammen. Und die gehen bei uns halt relativ schnell kaputt, weil da wird ein-, zweimal richtig reingebissen, alle Federn weg. Deswegen brauchen wir eigentlich die immer und in großen Mengen. Jetzt ist das ganze Paket leer. Das war es dann auch schon von meinem Tierfutter-Spielzeug-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder beziehungsweise die Art von Video hat euch gefallen. Ich finde immer, unsere Katze ist genauso ein Familienmitglied und gehört auch dazu. Dann dachte ich, für die Leute, die es vielleicht interessiert, filme ich das einfach mal ab. Dann verlinke ich euch wie immer hier rechts unten mein letztes Video. Und hier unten links könnt ihr mich einmal kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt oder euch diese Form von Tierholz gut gefallen hat, lasst mir doch einfach euer Feedback da, dann filme ich sowas öfters für euch. Dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Eure Isabel.